Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Reihe, dass du wieder dabei bist. Und wir starten heute mit einem Zyklus Karma und Kontinente oder Karma durch die Kontinente. Das heißt, wir werden wirklich alle Kontinente durchmachen und auf diesen Reisen das Karma lösen, das mit diesen Kontinenten zusammenhängt. Jetzt möchte ich einmal eine kurze Klarstellung machen für diese Reise. Erstens einmal zum Thema Karma. Karma heißt für mich einfach, das ist ein Erlebnis, ein vergangenes Erlebnis, das immer noch nachwirkt. Irgendeine, zum Beispiel eine Programmierung, die du hast. Also das muss jetzt nicht immer heißen, dass da andere Leute beteiligt sind, dass da irgendwelche Dramen sich abgespielt haben, sondern das ist einfach eine Programmierung, die noch wirkt. Und Karma sollte man insofern lösen, wenn das natürlich dich selber irgendwo beeinträchtigt. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal gelernt hast, ich bin abhängig von einer Person, ich bin in einer Abhängigkeit von XY, dann könnte man sagen, das ist ein Karma. Und dann erholt sich womöglich auch dein Eigenwert nicht so wirklich oder deine Sicherheit nicht so wirklich. Und so kann das dann wirken. Und deshalb geht es darum, eben diese Dinge zu lösen, zu transformieren. Ich möchte auch, dass das Karma nichts Unbegreifbares ist, nichts Mystisches ist und dass wir da auch nicht zu viel Glaubenssysteme ranlegen, dass wir sagen, wir haben schon so und so oft gelebt, wie das ja so in den östlichen Traditionen so der Fall ist, sondern dass wir einfach einmal das, was wirkt, das Alte ausmisten aus unserem Energiesystem. Dass wir Altes loslassen. Und da sind wir ja voll im Trend dann dieser Wassermann-Energie, die wir jetzt haben, dass wir eben alte, angestaubte Programme einfach hinter uns lassen und diese dann von diesen erlöst werden. Und diese Lösung wollen wir heute einmal beginnen. Aufgebaut wird dieser Zyklus nach dem Chakrensystem. Du kannst jeden Kontinent auch einem deiner Hauptchakren zuordnen. Und wir beginnen heute mit der Basis, mit dem Basischakra, dem Wurzelchakra. Und das entspricht dem Kontinent Afrika. Also Afrika ist das Wurzelchakra der Erde. So kannst du dir das vorstellen. Und diese heutige Reise auf den afrikanischen Kontinent ist auch eine Reise zu deinem Wurzelchakra, zu den Wurzeln der Menschheit und soll dort einfach auch deine Anspannungen, dein Traumata, was da vielleicht drinnen ist, lösen. Also alte Themen gehören da einfach jetzt rausgelöst. Versuche einfach mal bei diesen Reisen, dass du dich darauf einlässt, dass auch die geistige Welt mit dir arbeitet. Also stell dir bitte immer vor, dass du in Begleitung bist. Das ist wie eine Reiseleitung. Du hörst meine Stimme, aber du bist in einem All-Inclusive-Reisepaket. Das heißt, wenn wir nach Afrika aufbrechen, dann hast du individuelle Betreuung und die zeigt dir dann auch alle die Orte, die für dich wichtig sind. Alle die Sätze, alle diese Eindrücke. Also du brauchst dich gar nicht anstrengen. Das ist wirklich ganz simpel und entspannend. Du setzt dich einfach in den Flieger, in den Bus und kommst überall dorthin, wo du hin möchtest. Und in diesem Reiseteam, nachdem wir auf der karmischen Ebene arbeiten, kannst du dir folgende Energien merken. Das eine ist mal so Saint-Germain, das ist so in violettes Licht und ebenfalls in der violetten Frequenz Metatron. Da sagt man so, das ist auch das ist ein Bild, ein Symbol, das ist der Engel, der über die Akasha-Chronik wacht, ja, oder der die verwaltet. Und diese Akasha-Chronik kannst du dir vorstellen, das ist einfach so die kollektive Erinnerung hier auf Erden. Also alles, was hier auf Erden vorgefallen ist, steht in dieser Akasha-Chronik. Und dann ist es ganz praktisch, natürlich auch einen Chronisten, einen Verwalter da zu haben, der dann auch die Themen gleich umschreiben kann, wenn du etwas lösen kannst während so einer Reise. Also entspann dich einfach, genieße die Reise und
mach dir, wie gesagt, um dein Team keine Sorgen. Du kannst das jetzt auch nochmal manifestieren, also indem du deine Augen schließt und mal tief einatmest. Und wieder aus. Und dann kannst du dir schon vorstellen, dein Reiseteam ist bei dir. Über deinem Kopf beginnt ein violettes Licht zu strahlen. Und dieses Licht gehört zu Erzengel Metatron, dem Hüter der Akasha-Chronik. Mit dabei ist dein höheres Selbst in diesem Licht, dein Seelenplan, wenn du so möchtest. Und das passt auf, dass nur das passiert, was jetzt für dich optimal ist. Das heißt, du bist behütet und geschützt. Und es werden nur Themen freigegeben während dieser Reise, die jetzt auch gelöst werden dürfen. In deinem Rücken breitet sich ebenfalls violettes Licht aus, in Form eines Feuers, einer Flamme. Und das ist so ein Symbol für Saint-Germain. Das ist so ein Meister, eine Meisterenergie, mit der du durch Zeit und Raum reisen kannst. Du bist nun an der Schwelle deiner Reise. Es geht gleich los. Und vor dir manifestiert sich jetzt noch ein goldenes Licht und ein dunkelgrünes Licht. Und das sind Gabriel und Raphael von den Engelsenergien her, die dich begleiten, schützen und die dir Heilung bringen. Und die letzte Energie in deinem Team ist Erzengel Michael, der dir hilft, Sachen loszulassen. Die Erlösung, das Loslassen. Erzengel Michael ist auch mit dabei. Atme mal tief ein und wieder aus und stell dir nochmal dein Team vor. Über dir dein höheres Selbst und Erzengel Metatron. Hinter dir Saint-Germain, vor dir Gabriel und Raphael und an deiner Seite Michael. Du kannst nun die Schwelle übersteigen und machst dich bereit auf eine Reise in dein Wurzelchakra, in eine Reise zu deinen Wurzeln, zum Kontinent Afrika, der Wiege der Menschheit. Und du bist nun bereit, auf dieser Reise während dieser Meditation alle Themen zu lösen, die heute gelöst werden können. Und wir beginnen mit den Themen, wo dir vielleicht deine Würde mal genommen wurde oder wo du das Gefühl hast, nicht ganz in deiner Kraft oder Würde zu sein. Und an diese Stellen in deinem Energiefeld darf mal ganz viel Verständnis und Trost einfließen. Und erinnere dich dran, du wirst geführt, dein Reiseteam ist um dich herum und alles geschieht ganz sanft, ganz selbstverständlich. Und du spürst jetzt, dass sich diese Themen lösen, dass diese Themen auch gelöst werden. Dass sich die Frequenz
der Würde in dir wandelt. Vielleicht auch dein Verständnis für Würde. Und während sich das wandelt, dieses Bild der Würde, kommt noch eine weitere Frequenz hinzu. Und das ist die Frequenz der Durchsetzungskraft. Dort, wo du deine Durchsetzungskraft verloren hast oder abgegeben hast oder sie dir genommen wurde, darf nun Heilung einfließen, sodass deine Durchsetzungskraft zu 100% wieder in dein Leben zurückkehrt. Zu 100% darf deine Durchsetzungskraft in dein Leben zurückkehren. Und vielleicht nimmst du so tiefe Trommelmusik wahr. Ganz tiefe, wie ein Bass, wie eine Basstrommel. Und diese Trommelmusik, diese Schwingungen erden dich noch weiter, verbinden dich mit der Erde, bringen auch deine Naturbewusstsein zu dir. Und nun dürfen sich deine Wurzeln tief in die Erde schlagen, tief in Mutter Erde hinein, sodass du in der Lage bist, alle Nährstoffe, alle Kraft aus dem Boden herauszuziehen über dein Wurzelchakra. Dies ist der Klang des Urvertrauens, des Vertrauens ins Leben. Und alle Aspekte, wo du dein Vertrauen ins Leben einmal abgegeben hast, wo dir dieses Vertrauen genommen wurde, all diese Ereignisse dürfen sich jetzt transformieren und lösen. Jegliche Erschöpftheit, jegliche Trauer, jegliche Schwere darf sich jetzt aus deinem Wurzelchakra lösen. Alles, was du gedacht hast, zurücklassen zu müssen oder aufgeben zu müssen, damit du brav, angepasst und diszipliniert bist, all diese Anteile, die du jetzt benötigst, all diese Energien, die irgendwo gebunden sind durch Zeit und Raum, dürfen jetzt zu dir zurückkehren. Dies ist ein Moment der absoluten Klarheit, der absoluten Erdung, der absoluten Autorität. Und du spürst jetzt im Klang dieser Trommeln, konzentriere dich da mal drauf, diese Basstrommeln, aktiviert sich auch der afrikanische Kontinent, aktiviert sich das Wurzelchakra der Erde, aktiviert sich die Urkraft der großen Mutter. Und in dieser Aktivität spürst du Urvertrauen, Heilung und Rückhalt. Alles, was deine Verbindung zur großen Mutter jetzt trennt, behindert oder einschränkt, darf nun transformiert werden. Und du spürst jetzt, wie du immer klarer wirst und immer weiter. Du spürst, dass Afrika für dich heller wird, genauso wie dein Wurzelchakra kraftvoller wird.
Und du spürst, dass du diese transformativen Frequenzen und auch all deine Helfer und Führer, die jetzt beteiligt sind, zu 100% leben und erleben kannst. Du spürst, dass dies der Moment ist, der Augenblick, in dem dein Karma, deine karmische Verbindung, alles Belastende und Negative, das mit Afrika oder deinem Wurzelchakra zusammenhängt, gelöst wird. Und du spürst eine tiefe Ruhe und eine tiefe Klarheit. Und du spürst nun, dass alle Ketten, die dich noch an Afrika gekettet haben, an karmische Ketten, dass diese Ketten sich jetzt lösen, von dir abfallen und du absolut klar und geerdet, stabil und ohne einen Funken der Unsicherheit in deinem Hier und Jetzt ankommst. Du spürst die Erdung, du spürst die Klarheit. Und du spürst, dass du absolut in deiner Kraft, in deiner Energie, im Hier und Jetzt ankommst. Während du landest, während du wieder hier herkommst, während dich dein Reiseteam ins Hier und Jetzt führt, spürst du, dass dein Feld gereinigt wird, dass du klarer wirst, dass alle Türen, die du während dieser Meditation geöffnet hast, nun geschlossen werden. Aber du siehst auch und du spürst, dass Afrika in deinem Leben lebendig ist, die Kraft, die Urkraft deines Wurzelchakras lebendig ist. Und du weißt, dass du bereit bist, genau in deinem Tempo weiterzugehen. Du spürst, dass du nun ein gutes Fundament hast. Und du bedankst dich mal bei deinen Helfern und Führern, bei deinem höheren Selbst, bei Metatron, bei Saint-Germain, bei Gabriel, Raphael und Michael. Bedanke dich jetzt. Dass sie dir diesen Weg bereiten und beobachte, dass Metatron deinen Teil, deinen Wurzelteil, deine Afrika-Geschichte in der Akasha-Chronik umschreibt und transformiert. Da werden vielleicht alte, zusammengeklebte Seiten einfach rausgenommen und etwas Neues wird geschrieben. Und Metatron klappt jetzt die Akasha-Chronik zusammen, nickt dir zu. Du atmest noch einmal tief ein und wieder aus und kommst jetzt dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück, fühlst nochmal nach, bedankst dich auch bei Metatron für seine Unterstützung und Hilfe. Löst alle Bilder auf, die vielleicht noch da sind und spürst deine Beine am Boden stehen, streckst dich durch und kommst ins Hier und Jetzt
zurück. Ja, öffne mal deine Augen, atme nochmal tief ein und aus, streck dich durch. Lass es nachfühlen. Wie fühlt es sich denn an für dich? Wie ist es dir gegangen während dieser Reise? Ich freue mich schon auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne unten rein. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit dem nächsten Chakra, mit der nächsten karmischen Reise. Und ich freue mich natürlich über deinen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis bald.